Ihr habt das Erdfundament aktiviert? Ganz ausgezeichnet. Hier, eure Belohnung. Hey, letztes Mal. Was darf es denn sein? Feuer oder Wasser? Wasser wolltest du zum Schluss, ne? Ja. Feuer. So sei es. Möge das Glück euch hold sein, Abenteurer. Lebt wohl. Adiot. Ja, brauchen wir nicht. So, steht uns los. Ich bin jetzt so überheblich, ich gehe drauf. Ihr geht nun zur Elementarebene des Feuers. Ja? Das Feuerfundament sollte das umgebende Gebiet bewohnbar machen, aber trotzdem wird das Terrain gefährlich sein. Seid ihr bereit? Bist du bereit? Ich bin bereit. Seid ihr wohl auf, Lady Aragazia? Oder soll ich euch nun Isagora nennen? Was wollt ihr, Karn? Ich sorge mich lediglich um euer Wohlergehen. Das war ein ziemlich wilder Brand, den ihr im Haus Feuerwind entzündet habt. Und ihr seht etwas mitgenommen aus. Treibt keine Späße mit mir, Menschenkind. Oder ich werde unser Bündnis mit eurem Tode annullieren. Dann leckt schnell eure Wunden, Drache. Derselbe Abenteurer, der euch am Haus Feuerwind lächerlich machte, ist auf dem Weg hierher. Wo weißt du das? Lass das Würmchen nur kommen. Ich werde ihm die erlittene Schmach zehnfach heimzahlen. Und warum müssen wir hier mit so abgehefterten Bossen kämpfen, die wir alle schon mal besiegt haben? Nee, vor der Drachentante sind wir ja geflohen. Ach so. Aber wer hätte gedacht, dass tatsächlich auf der Feuerebene die Feuertante kommt? Vibration? Was ist das? Magma-Golem-Ding? Elementar? Magma-Elementar? Möglicherweise sind hier meine Fäuste auch nicht hier rein? So gut. Wow! Aber die Animation ist cool. Ja. Schöner Wassereffekt in der superflüssigen Lava, oder was? Kannst du kaputt bashen? Kannst du. Dann vibriert's. Ja. Was ist das hier? Nein. Komm mal hier. Was ist denn das für ein beschissenes Gebiet, Mann? Ich glaube nicht, dass man hier lang soll. Ich bin mir doch nicht sicher. Möglicherweise wie dieses Luftlevel, dass man hier irgendwo was finden muss. Und wieder ewig durch die Gegend irrt. Naja, im Luftlevel musste man... Ach, du meinst den Ausgang finden, oder was willst du jetzt sagen? Ich drehe mal der Karte. Oh. Ich weiß übrigens nicht, wie viel Sinn deine brennenden Handschuhe machen hier in der Ebene. Ich erwähnte das bereits. Ich meinte auf der Ebene. Ja, waren. Eingangs, als ich das erste Mal mit einem Vieh gekämpft habe, das auch brannte. Ach was. Ach so, siehst du ja, du schreibst rote Zahlen, wenn du raufhaust, sprich halber Schaden. Möglicherweise wird es dann jetzt endlich auch wieder eine Herausforderung. Du kannst doch einfach die Handschuhe ausziehen. Wieso? Weil du dann deinen Angriffen das Feuerelement raubst. Ich möchte das nicht. Na ja, gut, dann. Zu faul ins Menü zu gehen. Gut. Bis jetzt gibt es doch hier noch keine Gegner, Danke die mir. Das notwendig machen. Tja, da lang, ja. Da kannst du schon rüberspringen. Oh, oh, oh. Was, hast du keinen Schaden gekriegt? Nee. Also ganz kurz ins Nass geht, ja? Aber ganz kurz. Lebt er denn noch? Der hält ein bisschen arg viel aus.
mal, hier ist der Fjord ausgetrocknet. Fjord. Tümpel ist das. Na hier, das hier ist doch ein Priel. Priel? Sind wir nicht im Watt? Geht's hier nicht weiter? Nein? Hopp. Geht's hier durch? Nein? Aber auf der Karte sieht's doch so aus. Ja, dann halt nicht. Wo möchtest du jetzt lang da? Hier kommst du runter, wenn du unbedingt hin willst. Ich möchte unbedingt. Na siehst du, Gott sei Dank waren wir hier. Ah, schreib das noch nicht ab. Das entwickelt sich noch. Auch dieses Gebiet ist mir viel zu großflächig. Ich muss, was wir ausgelassen haben, nicht mehr aufdecken. Mir reicht das, weil wir irgendwann hier das Fragment finden. Was sagst du dazu? Finde ich auch. Okay. Ich glaube, das ist auch wirklich hier nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dass man tatsächlich sagt, ihr müsst ja ein bisschen rumirren, bis ihr da den Ausgang findet. Ja. Also was? Oh, es ist wieder soweit. Oh. Bam. Ich habe 31 Punkte, dann mache ich. Dann mache ich jetzt auch die Regeneration. Hier, komm. Möchtest du auch einen Attributspunkt verteilen? Lohnt sich das, ja? Lohnt sich immer. Will ich nicht machen. Musst du wissen. Was sagt er? Suda? Ich hab's nicht verstanden, aber richtig geil finde ich, ist, dass mein Jeremy Pascal da drin stehen darf. Oh, was ist das denn geiles hier? Oh, wir haben's gefunden. Was denn? Was meinst du denn? Er ist hier so rausfeuert. Ja, nicht im Animation oder was? Möchtest du vor der Drachentante speichern? Ja, mach doch mal. Euer Glück ist hier zu Ende, Abenteurer. Dieses Mal werdet ihr meinen Flammen nicht entkommen. Ich werde von euch nichts übrig lassen als Asche. Asche. Na dann. So, Jeremy Pascal, da ist er. Nichts Spannendes am Rand? Nix am kaputt hauen. Einfach das Fundament an und fertig ist. Geht das? Drück mal. Oh. Das wär's. Nein. So ein Quatsch. Den Rand ablaufen, gut. So, Mensch. Hier noch den spannenden Rest. Geil. So, womit mache ich das jetzt? Ja, gib mir Hilfe. Melf. Boah, ich geh jetzt hier aber los hier. Ja, hier dreht ein bisschen durch offensichtlich. Fliegt sie denn nicht los? Ich versteh sie nicht. Jetzt geh doch nicht noch meinen Strahl rein, da Mann. Da ist sie doch kurz hochgehupft. Jetzt ist sie weg. Siehst du den Tickets, den ich geben dürfen mit dem Hochfliegen? Level up! Hat die was gedroppt? Nein? Echt nicht? Hm. Die anderen haben doch auch alle was gedroppt, oder nicht? Oh, diesmal bist du gesprungen und nicht runtergefallen? Na gut, wärst wahrscheinlich nicht gestorben in dem Feuer. Gerade eben bin ich da brennend durch die Gegend gelaufen, hab keinen Schaden genommen. Sprichst du von deinen Handschuhen? Ich spreche von meinem Rücken. Das Feuerfundament wurde erfolgreich reaktiviert, ja? Gut, gut. Meine Glückwünsche und eure Belohnung. Wie gehabt. Ja, dann hören wir jetzt auf, oder was? Du hast übrigens ein Level up. Yay. Wasser? Na gut. So sei es. Yay, Wasser. Möge das Glück euch hold sein, Abenteurer. Lebt wohl.
Radiot. Es wird ein easy Spaziergang am Strand jetzt. Unter Palmen? Jerek sagt mir, ich soll euch zur Elementarebene des Wassers bringen. Die Magie des Wasserfundaments wird die Umgebung etwas besänftigen, sodass ihr nicht ertrinken werdet. Seid ihr bereit? Ich warne dich erneut, Karn. Deine Männer werden hier bloß sterben. Nichts überlebt, das sich zwischen meine Zauberkraft und meine Feinde stellt. Ihr seid in der Tat sehr mächtig, Illudra. Aber euer Hochmut wird euch zu Fall bringen. Wie kannst du es wagen? Du glaubst mir, Befehle erteilen zu können, du Wurm! Richtig, und zwar gemäß dem Wunsch eures Meisters. Vergesst das nicht. Die Männer bleiben. Lebt wohl. Warum sieht denn das so eisig aus? Das ist gefrorenes Wasser. Ich möchte das nicht. Das ist Betrug. Lass zurück. Das ist Betrug! Bitte? Haben wir sie schon mal irgendwo gesehen? Nee, die ist neu. Und warum hat die noch Soldaten als Begleitschutz? Ja, keine Ahnung. Aber hier von der Luftebene, den Halbling-Goblin irgendwas kannten wir ja auch nicht vorher. Nur, wie gesagt, Tante Blutmoor und Tante Feuerwind. Hi, was bist du denn? Eine Mischung aus Krebs und Qualle. Okay. Die erinnern mich so ein bisschen an diese Medusa-Viecher aus Good of Mana. Erinnerst du dich an die Dachteile, die wir zum Beispiel im Mondpalast hatten? Ja. Schokolade ist zu viel. Richtig. Stirb. Das hat mich angenießt. Das klang ganz eklig irgendwie. Diese Seuche. Ja. Kaput. Wo ist Jerome? Da kommt er. Du bist wieder im Schleudermodus? Ja, ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Yeti? Der immer noch aus Teil 1. Warte mal, dieser Kessel? Ja. Ist hier unten Sackgasse? Einzelne Gegner bringt das nicht so viel. Ja, das ist klar. Fehlt noch Aquamarin. Zack. Geil. Also rum, dann lauf doch auch mal ein bisschen nach vorne, Mann. Hüp. Dezent hell. Die Minimap kann man so irgendwie nicht lesen. Ich hab Schneeblindheit. Ja. Ist gerade aufgefallen, der Nekromant ist tatsächlich Spieler 2 freundlich. Oder freundlich dem anderen Spieler gegenüber, weil in Teil 1 war der Magierin, habe ich die ganze Zeit nur Blitze durch die Gegend geschossen. So eine Kugelblitze. Die halt ständig ziemlich hell waren und durch die Gegend flogen. Hier von diesem Schattenband siehst du ja ziemlich wenig. Ja, das passt. Wobei ich aber trotzdem glaube, dass der Charakter eher für Singleplayer gedacht ist mit dem Pad halt, ne? Ich möchte nochmal, glaube ich, dann erst Erstaler. Ja, es macht natürlich Sinn. Aber so wie du ihn geskillt hast, funktioniert er ja auch gut in der Kombi. Jo.
könntest ja auch noch irgendwie so Tote überzeugen, glaube ich, oder übernehmen. Da frage ich mich, ob ich das zusätzlich zu dem Diener haben darf, weil es heißt ja nur ein Diener zur Zeit. Was ist denn... Kann ich dich schubsen? Ach nee, okay. Geht's doch hier weiter? Spannend. Ja. Aquamarin? Ja. Das wieder gemacht, dass du es hier gekonnt den Sackgassenweg identifiziert hast. Dieses matschende Geräusch ist aber auch echt widerlich, ey. Was war da jetzt kaputt? Die hatten immer gar nichts außer die Heilis. Nee, die sind schnell platt, ne? Der Sabamatsch hier hält sich länger. Sie sind sehr froh, dass er sich nicht verdoppelt. Ja. Schnauze. Oh, Aquamarin? Aquamarin? Ich glaube, die erhöht Intelligenz, ne? Ist das gut? Das ist cool. Ja, kann man für fast 1800 verkaufen beim Händler. Ja, oder für 4000, glaube ich, neu kaufen. Ich glaube, auch hier möchte ich fast wieder erst Richtung Zentrum gehen. Was möchtest du gehen? Den anderen Weg hinter uns, glaube ich. Aber jetzt ist egal, auf der Weiter ist gut. Ich befürchte, die Karte kann nicht mal allzu groß sein, dass es eh bald Schicht ist hier. Das ist auch ein plötzlicher Kontrast, man glaubt das nicht. Ja. Direkt schön an der falschen Seite lang gelaufen. Ich habe es bemerkt. Ich dann auch, aber spät. Ja, mir entgeht das nicht. Komm mal hin. Aquamarin? Gegner. Ganze Menge. ...444, Wow, du musst einen aufnehmen. Und ich habe sogar mal ein bisschen Schaden gekriegt. Oh. Wolltest du nicht mal runter gucken? Ne. Ne? Auf die Knie vor mir. Ja. Da. Ja, nee, dann. Ich glaube, hier der Vorraum ist noch nicht ganz aufgedeckt. Da. Am Rand ist bestimmt auch ein Aquamarin. Den wir wahrscheinlich nicht erkennen, weil es viel zu hell ist. Oh, hi! Okay. Speichhorn? Aber gern. Ich meine ja nur, weil wir sie nicht kennen, ne? Nachher magst du die nicht, dann willst du ja nicht hin, oder was? Ja, dann möchte ich die auch nicht kennenlernen. Na gut. Was für ein farblicher Kontrast? Mhm. Ist das beabsichtigt? Ihr seid hier. Mhm, ist beabsichtigt. Ich bin Eludra, die Seehexe. Beherrscherin der Tiefe.
Meine Zauberkraft hat 100 Schiffe versenkt und hat das Ende für 2000 Männer bedeutet. Und nun wird sie euch restlos vernichten. Okay. Iludra. Hey. Das Wasser ist zu tief, um weiterzugehen? Was soll das denn? Interesting. Hm. Also komm. Was sollen wir denn zuerst mal machen? Sie, es? Ja, man kann das Tier nicht killen. Okay, ist kaputt. Na dann, einfach mal alles schwarz. Komm so ein Stück hier bitte, du musst ein Stück runter. Guck auf die Minimap, Mensch. Ich sehe gar nichts. Ich frage mich, das ist so beabsichtigt, oder? Das ist alles schwarz, ich glaube ja. Das war doch ein Tintenfisch. Das ist hier seine Tinte. Ah, Erst dahin, ja? Wie ist das Ding? Nee, das möchte ich jetzt nicht aktivieren. Ich möchte erst den Rest hier aufdecken. Wo ist eigentlich der Rest vom Tintenfisch? Wir haben doch bloß sie platt gemacht, oder nicht? Ja. Und das ging viel zu schnell. Das kann ja Aquamarin. Aquamarin? Kann nicht alles sein. Gut, ich bin vollständig irritiert. Dann machen wir das Ding an. Vielleicht kommt da noch eine Sequenz oder so. Mhm. Nein. Ja, vielleicht rächt sich das, dass der Schwierigkeitsgrad im Moment doch zu einfach ist. Ihr wart erfolgreich beim Wasserfundament? Euer Ruf ist wohlverdient. Genau wie eure Belohnung. Am Anfang war das ja so, wo man gedacht hat, so, oh, das ist schon ein bisschen knackig, aber jetzt mittlerweile. Ja, da alle Elementarfundamente aktiv sind, können wir... Was zum? Karren, ich hätte mir doch denken können, dass ihr irgendwann aufkreuzen würdet, um die Pläne eures Gebieters vor der Durchkreuzung zu retten. Ich hätte euch damals in Nashkel umbringen sollen. Nicht sehr wahrscheinlich, alter Mann. Eher sterbe ich im Schlaf, als durch euer Schwert. Was macht er da? Halt! Ich kam nicht her, um zu kämpfen. Ich habe eure Tricks satt, Lohnsklave. Eure Worte haben schon immer mehr Schaden angerichtet als eure Klinge. Das mag wohl sein, aber ich spreche die Wahrheit. Die Zentarim haben den Onyx-Turm verloren, Jarek. Aber ihr auch. Der Vampirfürst Mordok Selan Meer wacht über den einzigen Weg ins Herz des Turms. Er kontrolliert den Turm, seit ihn eure Agenten wieder nach Toril gebracht haben. Mordok? Der bleiche Ritter? Der weiße Prinz persönlich? Oh, wir sind verloren. Oh, Mordok hat sich seit fast einem Jahrhundert nicht gerührt. Was könnte er im Schilde führen? Noch weiß es niemand. Aber sowohl meinen Untergebenen als auch euren teuren Reichen droht eine Katastrophe. Das sind seine Reichen wieder. Dunkelburg hat Truppen gesandt, aber unser Kontakt mit ihnen ist abgebrochen. Ich denke, sie wurden Opfer von Mordoks untoten Soldaten. Dann bringen wir die Sache zu Ende. Karn, ich weiß, dass Mordoks Schattenzauber seine Burg gut verbirgt. Wenn die Zentarim den Weg wissen, musst du uns führen. Und ihr, Abenteurer, auch euer Arm wird gebraucht. Schließt ihr euch uns an? Och, beim nächsten Mal wieder? Wir hatten gar keine Auswahlmöglichkeit. Aber alleine auch erst will er Karn platt machen und dann jetzt, ja Karn, dann musst du uns halt führen. Ich darf mit dem Charakter keine Lebenspunkte hochskillen, das ist ja großartig. Dann nehme ich die Willensstärke für 25 mehr Magiepunkte. Dann machst du Tabula, setzt doch fertig, oder was? 16 ist 28? Was heißt denn hier 28? Achso, die hast du ja noch gekauft, wolltest ja noch ausrüsten. Genau, musst du noch ausrüsten. Ich bin nicht in Schwatzlaune, Abenteurer. Okay. Dann eben nicht. Hatte ich das letzte Mal, als wir aufgehört hatten, ein Ausrufezeichen über dem Dach? Ich muss mal einbilden. Die Bleichnachtburg erwartet uns. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Könntest du mir da Edelsteine reindrücken, damit das anders aussieht? Das ist, glaube ich, DLC für Optik dann. Für 1,99 machst du das, oder? Noch brennende Flügel für 25,33 oder so? Nee, aber ich hätte gerne irgendwie ein sinnloses Haustier.